Hallo, in diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man möglichst viel Aroma in einen Schnaps reinbekommt. Jeder, der destilliert, möchte natürlich dieses Ziel erreichen, einen aromatischen, richtig leckeren Schnaps hinzubekommen. Und es gibt verschiedene Sachen, wie man das erreichen kann. Und eine Sache, von der habe ich noch gar nicht gesprochen, die will ich euch in diesem Video auch vorstellen. Aber zunächst einmal will ich euch mal so ein paar grundlegende Sachen dazu erzählen. Wie bekomme ich das Aroma in den Schnaps rein? Ja, das Erste, wie man das Aroma in den Schnaps rein bekommt, ist eine sehr, sehr gute Maische. Und was meine ich damit? Saubere Früchte, die sind sehr wichtig. Ohne Blätter oder Stiele. Da müsst ihr sehr aufpassen, dass ihr das alles entfernt. Und wie ihr vielleicht von meinen Videos schon kennt und kennengelernt habt, tue ich meine Maischen auch immer zuckern. Zucker oder Honig erhöht den Alkoholgehalt in einer Maische. Und wie ihr das vielleicht wisst, vielleicht habt ihr das schon mal gemacht, ein Angesetzter zum Beispiel, da nimmt man ja auch normalen Wodka oder höherprozentigen Alkohol und legt da drin Früchte oder Kräuter ein. Und der Alkohol kann daraus dann die Geschmacksstoffe herausziehen, herauslösen. Umso höher der Alkohol, umso mehr löst sich auch der Geschmack heraus. Und deshalb muss man auch da mal ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht zu hohen Alkohol nimmt, damit sich auch noch Bitterstoffe lösen. Aber was zeigt das eigentlich? Das zeigt eigentlich, umso höher meine Maische ist, hochprozentiger meine Maische ist, umso mehr Geschmack, Aroma kann ich aus der Frucht herausziehen. Denn die Hefe, die wandelt eigentlich den Zucker oder die Fructose, die in den Früchten ist, ja nur in Alkohol um. Dann später, der Alkohol zieht dann das Aroma heraus und das bekomme ich dann in meinen Schnaps, wenn ich den dann destilliere. Hier habe ich heute eine Maische aus Apfel und die ist ziemlich hochprozentig, 18% Alkoholgehalt. Und die werde ich jetzt einmal für mein Experiment hier nehmen. Also ich fülle das jetzt hier erstmal in meinen Brennbehälter um. Für meine Aroma-Anreicherung brauche ich jetzt hier so ein Dampfgarsieb. Das sieht so aus, dass das flexibel ist und sich an den Topf anpassen kann. Das werde ich jetzt hier komplett in meine Destille versenken. So, jetzt bis zum Boden gesunken. Was es damit auf sich hat, seht ihr später in dem Video. Jetzt erstmal werde ich die Destille anschmeißen, Deckel drauf, angeschlossen und eingestellt. Wir kommen auch wieder zu einem weiteren Punkt. Jede Destille hat seine Vor- und Nachteile. Diese Destillen hier sind sehr, sehr kompakt, klein. Man kann sie leicht in der Küche oder irgendwo hinstellen, machen wenig Arbeit, kann man schnell sauber machen. Und zum Testen von irgendwas sind die sehr gut. Und ganz besonders für den Tipp, den ich euch nachher im Video auch zeige, ist diese Destille sehr gut geeignet. Aber wenn man Aroma aus dem Destillat herausholen möchte, dann ist es auch wirklich gut, wenn man eine Destille aus Kupfer hat. Die habe ich jetzt nicht. Ja? Aber es wäre wirklich eine gute Sache, wenn man so eine Destille hat. Notwendig ist es nicht unbedingt, aber man kann auch wieder das Aroma verbessern. Ganz besonders, wenn obendrauf auf der Destille solche gerundete Form entsteht. Dadurch kann das Destillat nach oben gehen und es setzt sich an den Außenwänden immer wieder das Wasser ab und fließt zurück. Und somit ist das eine Anreicherung von Alkohol und Aroma. Das hat sich in der Praxis bewährt, dass diese sogenannte Alambikform sehr, sehr gut ist, um einen aromatischen Schnaps herzustellen. Das nimmt man vor allem auch beim Whisky. So, jetzt schmeiße ich das Ding mal an. 88 und wir sehen uns gleich wieder. So, ein weiterer Tipp, den ich erst gestern gelesen habe, und zwar in diesem Buch, Schnapsbrennen als Hobby.
Das verlinke ich euch übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Da habe ich einen Amazon-Shop, da könnt ihr den bestellen und da kriegen wir eine kleine Provision für. Aber sehr interessantes Buch. Hier schreibt der Autor, bei einer 5-Liter-Anlage sollte bei sauberer Arbeitsweise der Vorlauf maximal den Boden eines Schnapsglases bedecken. Das heißt also ca. 50 Tropfen, keinesfalls mehr. Bei anderen Kesselgrößen entsprechen natürlich anders, beziehungsweise mehr oder weniger. Viele glauben, man sollte zur Sicherheit lieber etwas mehr wegnehmen. Das ist allerdings ein großer Fehler, da das Filetstück, also das Beste des Edelbrandes, direkt nach dem Vorlauf kommt. Fehlt dieser Anteil, ist eine Geschmacksbeeinträchtigung im Schnaps unvermeidbar. So, und das habe ich eigentlich immer falsch gemacht. Ich habe nämlich immer bei meiner 4 Liter Destille 25 Milliliter weggenommen. Und 50 Tropfen, das ist gar nichts. Das ist noch nicht mal, das ist ein Milliliter. Das ist ganz, ganz wenig. Und das will ich ja auch mal ausprobieren. Übrigens, aber dazu mache ich nochmal ein späteres Video. Viele haben auch Angst vor Methyl oder sowas. Methyl hat nicht unbedingt was mit dem Vorlauf zu tun. Etwas Methyl kann ich im Vorlauf abtrennen. Aber eigentlich verteilt sich das Methyl über den ganzen Schnaps. Und das ist auch wirklich nicht schlimm. Wenn ihr sauber gearbeitet habt, ohne Stiele, ohne Verunreinigungen wie Blätter oder sowas, entsteht ganz wenig Methyl. Und dieses Methyl, das wäre für euch schädlich, wenn ihr sehr, sehr viel Alkohol trinken würdet. Und zwar auch alles hintereinander weg. Sprich 6 Flaschen oder so. Das wäre dann schon eine tödliche Dosis. Aber wer macht das? Und zum anderen ist es auch interessant, dass das Heilmittel gegen Methyl Ethanol ist. Also der gute Alkohol. Das heißt also, wenn man ein bisschen Schnaps trinkt, ein Glas, 2 Gläser, da passiert euch gar nichts. Übrigens ist der gekaufte ja auch genauso hergestellt. Ja? Also das will ich heute auch noch mal in diesem Video ausprobieren. Ich warte also ab, bis die Destille anfängt zu tropfen. Und dann werde ich nur ganz, ganz wenig von dem Vorlauf abtrennen. Und da zeige ich euch gleich auch noch mal einen kleinen Trick. So Leute, jetzt hat es angefangen zu tropfen. 3 Tropfen. 4. 5. 6. Ich zähle mal. 7, 8. 9. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. So. Jetzt kommt eigentlich nur noch Edelbrand. Das ist ja auch nur eine Vorsichtsmaßnahme. Und jetzt wollte ich euch mal was zeigen. Und zwar, schaut mal, das ist ganz wenig. Ich tue das jetzt hier auf so einen Löffel drauf. Also ich könnte jetzt den ganzen da drauf tun. Dann ist der Löffel auch noch nicht mal voll. So. Schaut mal. Seht ihr das? Der Löffel ist gar nicht richtig voll. So, jetzt kann man mal eine Geruchsprobe machen. Und ich kann das deutlich, deutlich riechen. Hier bei dem. Nicht mehr. Sehr, sehr interessant, der Unterschied. Wenn ihr das nicht riechen könnt, und zwar wird es nach Klebstoff riechen. Es riecht nach Klebstoff, vielleicht kennt ihr das von Aceton. Aceton nimmt man ja auch für Klebstoffe. Wenn ihr das nicht riechen könnt, nehmt euch eine Spritze mit Wasser und verdünnt das. Ja, ich zeige euch das jetzt mal hier. Ihr nehmt einfach nochmal die gleiche Menge ungefähr an Wasser. Dadurch habt ihr das verdünnt und danach könnt ihr nochmal riechen. Und dann... ist der Geruch vom Aceton noch stärker drin. Jetzt habe ich das verdünnt, hätte ich euch beim auch zeigen können, aber ihr könntet das auch
mit Feuer anzünden, das will ich jetzt hier drin nicht machen, ist auch ein Test. Mit Feuer anzünden, sobald die Flamme ganz klar brennt, ist kein Methyl mehr drin und auch kein Vorlauf. Wenn Vorlauf drin ist, das hat zum Beispiel der Opa von der Natalia immer gemacht, brennt die Flamme gelb. So kann man das auch testen. Ja, vor allem, wenn man eine große Destille hat, ist das ganz praktisch. Immer mal einen Löffel drunter halten. Sobald der Schnaps fast nicht sichtbar verbrennt, ist das Ganze erledigt. So, das gebe ich jetzt weg und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt kommt der Alkohol sehr gut durch. Das ist nämlich das Interessante. Wenn man einen Obstbrand macht oder einen Bär mit Beeren, Früchten, dann ist meistens, wenn der Edelbrand angefangen hat, der erste Teil des Edelbrandes am aromatischsten. Ja? Beim Getreide, wenn man jetzt zum Beispiel Whisky machen würde oder so, ist es genau umgekehrt. Dann ist am Anfang eigentlich ein ziemlich neutraler Alkoholgeschmack da, fast kein Aroma. Und zum Ende der Fraktion des Edelbrandes kommt dann der Geschmack erstmal raus. Und wenn man das weiß, dann kann man nämlich Folgendes machen. Das zeige ich euch jetzt gleich. So, jetzt schaut mal. Wir haben jetzt hier ungefähr die Hälfte von dem, was ich zu erwarten habe, schon destilliert. Und wir schauen mal nach dem Geschmack. Zwei Tropfen. Und was jetzt interessant ist, wie ich das ja gerade schon beschrieben habe, dass das Aromat weniger wird. Ja, ist nicht ganz weg, aber es wird bei einer Obstmeische weniger. Bei diesem Moment, bei einer Whiskymeische oder sowas, da wäre es jetzt wieder genau umgekehrt. Da würde jetzt der Geschmack anfangen. Also was können wir jetzt machen? Wir machen die Destille aus. Jetzt wird es auch leiser. Und jetzt kommt Folgendes. Das können wir super mit so einer kleinen Destille machen. Wir machen nämlich jetzt den Deckel ab. Und dann kommen solche Äpfel hinzu. Schaut mal. Ich habe jetzt hier Äpfel klein geschnitten. Da ist kein Gehäuse mehr drin. Da sind die Kerne rausgeschnitten worden. Kleine Stücke hier in die Schüssel. Und wenn ich diese Destille aufmache, da habe ich keine großen Ängste. Ja? Bei einer großen Destille, die aufzumachen, vielleicht ist die Dichtung mit Teig gemacht. Es ist ziemlich schwer, das aufzumachen, weil es sehr, sehr heiß ist. Aber bei so einer Destille ist es gar nicht so gefährlich. Ich muss jetzt natürlich aufpassen, weil da ja auch heißer Dampf drin ist, wie ich die aufmache, den Deckel, ja? Aber es funktioniert. Schaut mal, ich mache die jetzt langsam auf, nach einer Seite raus, mit hoch. Ah, Moment, man sollte natürlich die Steckverbindung abmachen. So. Vorsichtig. Und jetzt kann ich vorsichtig hier den Apfel reintun. So, mehr passt gar nicht rein. Deckel wieder drauf. Und jetzt warten wir 20 Minuten. In diesen 20 Minuten kann jetzt der Alkohol, die Hitze, den ganzen Apfel schön die Geschmacksstoffe herauslesen. Und es ist im Prinzip beim zweiten Durchgang oder in der zweiten Hälfte des Edelbrands wieder neues Aroma da, das wieder rausgeschöpft werden kann. Und das ist der Trick dahinter. Jetzt warten wir erstmal 20 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind die 20 Minuten rum und wir schalten die Destille wieder ein. Kann sich jetzt noch ein bisschen aufwärmen wieder und dann fängt es auch gleich an wieder zu tropfen. Und jetzt destillieren wir ganz wie gewohnt bis zum Schluss. Und nachher schauen wir mal, ob sich das wirklich gelohnt hat. Das ist das Resultat. Damit wir das jetzt mit dem anderen Apfelschnaps probieren können und vergleichen können, müssen wir das jetzt verdünnen. Ich habe den anderen Schnaps auf 43% und den muss ich ja jetzt auch auf 43% verdünnen. So, dafür haben wir hier unser Gefäß.
Ich glaube, ja, so könnt ihr, glaube ich, die Literanzeige gut sehen. Oder gehen wir noch vielleicht noch ein bisschen näher dran. Und so, genau. Jetzt schauen wir uns mal an, wie viel Milliliter hier drin sind. Und wir sind dabei knapp 590 ungefähr. Hier kann man es ganz gut sehen, 590. Okay, 590. Wie viel Prozent Alkohol? Die nächste Frage. Also nehmen wir uns mal hier ein bisschen etwas in unseren Messzylinder. So. Unser Alkoholmeter. Und dann schauen wir uns das mal an. Und ich hoffe, dass man das jetzt bei euch gut sehen kann. Also ich kann es schon ganz gut erkennen. Ich habe hier um die 51%. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen hoch. Ja. Ja. 50%, würde ich sagen. Also 50%, 590 Milliliter. Das rechne ich mal eben schnell aus. Seht ihr, da könnt ihr das Ergebnis sehen. Also ich brauche nur 100 Milliliter dazu tun an Wasser. Ja, das machen wir doch mal einfach. Die 100 Milliliter, die kann ich auch hier wunderbar in meinem Messbehälter abmessen. Da wird es ganz genau. So, 100 Milliliter dazu und dann war es das. So, das ist jetzt hier mein Resultat. Jetzt hole ich mal eine Flasche und dann füllen wir das mal um. So, hier habe ich eine schöne Flasche und dann füllen wir das mal hier schön rein. Wunderbar. So, und jetzt ist es Zeit, den mal zu probieren. Ich habe so ein kleines Glas. Und jetzt ist halt nur die Frage, was probiert man zuerst? Ich probiere mal den Erstgebrannten zuerst. Es ist jetzt hier kein super ausgewogener Probiertest. Ja. Und vielleicht sagt der eine oder andere, ja, da kann man gar nichts probieren. Vielleicht sage ich das sogar selber. Aber interessant. Wir schauen mal. Also. Der ist auch sehr, sehr lecker. Muss man sagen. Auch nicht scharf. Ein bisschen Schärfe hat er noch. Aber auch da kommt der Apfel gut raus. Wie gesagt, das ist der erste. Den habe ich gebrannt, da waren sogar noch die Äpfel auch mit drin. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, die, die das Video gesehen haben, dass ich die Äpfel genommen habe, die in der Maische noch drin waren und habe die auch mitgebrannt. Ja? Auch um halt möglichst viel Geschmack zu erhalten. So, und jetzt wollen wir unser Experiment mal bewerten. Und wie soll ich sagen, es riecht schon extrem gut. Mmh. Auf jeden Fall kommt hier der Apfel mehr durch. Noch mehr raus. Also Wahnsinn. Mmh. Das ist wirklich eine richtige Verbesserung, Leute. Empfehle ich jedem.
Wenn ihr irgendeine Frucht macht, bewahrt euch ein bisschen was von der Frucht auf. Wenn ihr nicht so viel Zeit habt, könnt ihr auch einfrieren. Vorher natürlich dann wieder auftauen und in das Brenngefäß mit reingeben, wenn ihr das könnt. Es gibt ja welche, die haben sogar bei den großen Maischen, bei den Bottichen, haben die sogar so ein Guckloch, wo die aufmachen können, da was zugeben können. Oder halt mit der Distille. Die ist wunderbar dafür geeignet. Übrigens, wenn ihr euch für die Distille interessiert, habe ich in der Videobeschreibung drin, verlinke ich euch auch. Die ist relativ preiswert, die kostet so um die 100 Euro. Könnt ihr mit Wasser destillieren, Hydrolate machen und natürlich auch Schnaps brennen. Ja, das war das Video, wie man einen aromatischen Schnaps herstellen kann aus Früchten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Der ist wirklich super.